Sehr vielen Dank schön dafür, dass Sie von der Weide unseren YouTube-Kanal eingeschaltet haben. Und zwar auch sehr voll, wenn Sie uns sehr gut werden und da unten den Subscriber wieder anklicken. Vielleicht schreiben Sie uns auch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schickt uns mal ein paar Bilder, Videos. Vielleicht der ihr uns auch mal in die Folge, schickt ihr uns ein Zeugnis. Wir beten auch, dass all unsere Videos möchte einen sehen für ihn sein. Wir möchten euch ganz herzlich einladen zu einem Hafenkonzert in Philadelphia, Chaco, Paraguay. Das Konzert findet statt am Samstag, den 16. April 2022 um 7 Uhr in der Ost-Mennonitenbrüdergemeinde in Philadelphia. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr würde kommen, dort zu unserer Stadt, dort wir kennen das Evangelium, nur die armen Menschen, so viele von unseren plötzlichen Menschen, die in Bolivien warten, dass die Worte von Jesus hier. Das Konzert, die Trägergemeinden für dieses Konzert sind Mennonitengemeinde Philadelphia und in der Ost-Mennoniten-Brüdergemeinde Philadelphia, Zion-Mennonitengemeinde Menno, Ost-Mennonitengemeinde Menno. An diesem Abend möchten wir euch ein wenig mitteilen, was in den Mennonitenkolonien in Bolivien für Not ist. Liebe Brüder und Schwestern, in meinem Heimatland Paraguay, in dem paraguayischen Chaco, die drei Mennonitenkolonien, die haben so einen großen Segen von Gott gekriegt. Die haben schmucke Kolonien. Ihr habt Geld verdient, Gott hat euch gesehen, Gott hat euch einen guten Kopf gegeben und ihr habt ihn auch gebraucht, um was Gutes zu tun. Aber wir haben noch sehr viele plötzliche Mennoniten, bloß über die Grenze von paraguayischem Chaco und Bolivien. Da sind dich bei 100.000 plötzliche Mennoniten. Viele von diesen Menschen brauchen Halb, die brauchen uns, dass wir ihnen das Evangelium bringen. Unsere plattdeutsche Mennoniten durch christliche Radioprogramme helfen können, Jesus kennenzulernen. Wie wollen diese Menschen, die ich ein christliches Radioprogramm die Halpe von Paraguay ausstrahle, dort die Worte von Jesus hier, kreist es du und ich auch für all die Jahre Hand von anderen Menschen sehen gekriegt. So will wir auch diese Menschen, unsere Brüder und Schwestern, auch unsere plattdeutschen Menschen, die Jesus nicht kennen, die auch helfen. Auch möchten wir euch an diesem Abend fragen, ob ihr würdet in diese Radioarbeit investieren. Vielleicht wird dir Geld geben, vielleicht ein Klumpen Geld geben, vielleicht hast du ein Geschäft, vielleicht bist du ein richtiger Geschäftsmann, du wirst vielleicht mal 10.000 Dollar geben für das, oder 1.000 Dollar für diese Radiostation, was hier wurde sein, was Reinhard Zawatzki hier wird mit dir erklären. Da braucht der Natsche viel Geld. Aber weißt du was, wenn wir nicht investieren für Jesus, eines der aus dem Himmel wird er uns wissen, was dort getan hat, was wir verarmen hier auf dieser Erde getan haben, für unseren Jesus. Dass unsere plattdeutschen Leute ein besseres Leben haben können, sodass die auch wieder ein besseres Leben haben. Wie all diese drei Mennonitenkolonien und in 1975, glaube ich, wird das erste Mal aus Radio seit ein paar Tagen den ausstrahlen. Ich kann mich noch gut erinnern. Unsere Radiostation, was ich mal ein bisschen lese, wir wissen doch alle, was die Radiostation ZP30 für die drei Mennonitenkolonien im paraguayischen Chaco getan hat. Wie viel Information habe ich gekriegt? Wie sind wir gesehen worden, dort wie diese schmucke Radiostation hatte? So, nun wollen wir unsere Nobasch doch auch mal helfen, nicht so? Wenn wir diese ca. 100.000 plattdeutsche Mennoniten in Bolivien durch Radio erreichen können mit dem Evangelium, das wäre doch super, nicht wahr? Das wollen wir alle tun. Wir wollen diese Menschen helfen, sodass sie sich keine bekehren. Diese Menschen haben keine Idee, wir brauchen denen nicht bloß verpredigen. Wir können denen auch sagen, wie sie einen besseren Mahlstuhl können. Über Radio habe ich dir auch gesagt, dass sie gerne vielleicht mal dort und dort unterstellen, dass sie gerne einen Sehen kriegen, dass sie ihre Wirtschaft wieder brücken können. Diese Gelegenheit haben wir an diesem Abend, um unsere Zeit und unser Geld zu investieren, um anderen Menschen zu helfen. Da werden meine Freunde und ich uns auch Zeit nehmen, hier in Philadelphia ein Programm zu geben, das geht nicht um die Musik, das geht um das Reden viel mehr als um die Musik.
Das hat bei unseren Konzerten immer es. Der Hop ist bloß eine Blume. Dass ihr Redner soll das Wichtigste sein. Wie möchte ihr an diesem Abend einladen von alle drei Kalnien, dass die, die da hinkommen, dass die waren kommen und beten für diese plötzliche Menschen, dass die waren der Geld bringen, dass die waren der Unterstütze. Das ist, was wir möchten denn. Reinhard Sawatzki, danke, Reinhard, für deine Mühe, deine Arbeit, dieses Konzert zu organisieren, auch die Gemeinden für eure Unterstützung. Wir wollen einen Abend haben mit Eduard Klose, der Hauptspieler, der ist auch sehr oft für traditionelle Mennoniten. Der soll am 16. April hier in dieser Church sein. Und ja, da ist das angestrahlt. Ich würde sehr gerne kommen zu diesem Abend. Und wenn sie im Bett mit den Kalnien zu tun haben, dann weiß sie, wo notwendig das ist, da was zu tun. Wo die ihre Familien behandeln, das ist meist, mit einem Mess nicht anzusehen. Das ist wirklich traurig und so eine traditionelle Jende zu sein. Die Sender ist, darum in aller Ganze, wird wahrscheinlich noch nicht gut sein. Das Ganze ist ein Prozess, das wird eben ein Jahr dauern. Aber wir rechnen damit, dass das eine gute Stange Geld kommen wird. Und so, wie ihr alle seht, da sind Spender, die da für ein Euro haben. Ich nehme mal an, dass das bei 1000 Millionen wird sein. Und Lothar dann vielleicht noch einmal vielleicht 500, um den zweiten Term abzustellen. So, an diesem Abend werden wir ganz besonders dafür dann werben. Dort freut uns bloß glücklich sein, dass wir in Philadelphia kennen, unsere plötzlichen Menschen, wo ich abgewachsen sie im paraguayischen Chaco, dort zu stehen, für jünd ein bisschen Mut zu machen, jünd ein bisschen vertalen, wo Gott uns Hafer an die Welt gebracht, Geld zu sammeln für christliche Organisationen, und nun hier jünd anzusparen in uns allen, unsere plötzlichen Menschen, bloß über die Grenze in Bolivien hin, dort wie die Worte halb ich hin, der ich in christliche Radio erzählen. Dort kann ich besser sein, ich leibe ich. Ich sage aber jetzt dafür, dass die Feiergemeinde hat, wo sich die Hand gestaltet und dass die sind jetzt dafür, Gott zu deinen, unsere Nobas. Viele von unseren Nobas, unsere plötzlichen Menschen, kennen Jesus nicht. Der hat eine furchtbare Zeit. Durch unseren YouTube-Kanal, wir haben Hunderte und Hunderte Audios geschrieben, vielleicht sogar Tausende, wo die uns geschrieben haben und Audios geschickt haben, wo da alles passiert hat, weil diese Menschen doch Jesus brücken, so neidig. Weil wir dir doch helfen. Weil wir dir doch helfen. Ich möchte Ihnen auch mit diesem Video noch mitteilen, dass wir haben, am 17. April, 9 Uhr morgens, haben wir ein haben wir den Gottesdienst in der Mennonitengemeinde in Lichtenau. Wir laden euch auch dazu ganz herzlich ein. Wir wollen das ganze Programm behandeln und das im Österreich Samarias. Dort ist der nächste Tag, den 17. April, dort in Samarias. Wie möchte ihr dort sein? Dort wird sehr fern sein. Dort ist aber nicht für die Radiostation. Dort sage ich mal bloß so, dass ihr heute dort wie im Chaco zwei Programme habt. Und wir freuen uns in unserem Heimatland, Eckbeins, in meinem Heimatland, zwei Programme zu haben und mit Jünd ein bisschen mitteilen, was Gott in unserem Leben getan hat. So, wir hoffen, dass wir ganz besonders geworden sein in Philadelphia, Ost-Mennonitenbrüdergemeinde, am 16. April zu uns. Wir wünschen dir und deiner Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.